Macht uns aber echt kaum Schaden. Und wir haben einen Crit gelandet. Oh mein Gott. Ey, besser könnte es momentan nicht laufen. Das ist nicht normal. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond, den letzten Parts. Uns steht nur noch die Liga bevor, also schon wieder, die Liga Rematches halt. Bevor wir anfangen, möchte ich mich allerdings entschuldigen, denn eigentlich bin ich noch krank. Und wenn ich irgendwie komisch klinge oder sonst was, dann tut es mir leid, oder wenn ich einen Schluck trinke, aber es muss einfach sein. Ich will aber keinen Part ausfallen lassen. Ich will das Projekt jetzt auch beenden und deswegen nehme ich das Ganze jetzt halt krank auf. Das ist mir so egal. Da scheiße ich jetzt drauf und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ja, ja. Ich weiß Bescheid über die Pokéliga, meine Damen und Herren. So. Das Ganze wird wieder in drei Parts gesplittet. Wir machen heute... ich habe What's the Web noch offen. So. Wir werden heute in dem Part, also in diesem Part werden wir wieder zwei der Top 4 machen. Im nächsten Part dann die nächsten zwei. Und dann den Champ. Und dann ist das LP beendet. Unglaublich, aber wahr. Wir fangen wieder hier drüben an mit dem guten Haler. Dem kleinen Pisser. So, die haben jetzt... Ich habe natürlich auch noch ein paar Top-Tränke und so gekauft. Die haben jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr auf dem Kasten. Logischerweise sind die Rematches. Das heißt, die Level und so sind höher. Wird jetzt ein bisschen schwerer. Aber ich denke, wir werden das trotzdem locker, flockig schaffen. Es wird kein krasses Problem für uns. Und dann bin ich auch gespannt, gegen wen wir dann unseren Champ-Titel verteidigen müssen, denn wir sind ja auch Champ und man verteidigt den Titel hier tatsächlich auch. Es kommt nämlich immer ein zufälliger Herausforderer in der Pokéliga. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem guten Haler. Und wir werden hier sogar als Champ begrüßt. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, wenn ich nebenbei einen Schluck trinke oder so, nehmt es mir nicht übel, aber ich bin, wie gesagt, krank und ich denke, man hört es. Und das ist eigentlich auch richtig kacke, krank aufzunehmen. Aber hey, was das will man tun? So, er kommt direkt mit seinem Hariyama. Ich glaube, die sind jetzt alle auf Level 61. Und dieses Hariyama möchte ich eigentlich so schnell wie möglich rausnehmen. Level 63. Heilige Scheiße. Dieses Hariyama hätte ich direkt gerne raus. Er kommt aber mit einem Mogelhieb. Und dieser Mogelhieb macht allein schon viel zu viel Schaden. Ich hoffe, das wird ein One-Hit. Wird's nicht. Geht auf Abschlag. Okay. Das Hariyama ist schon mal raus. Damit hätten wir das erste Pokémon down. Ich weiß gar nicht mehr, was die alle für Pokémon hatten tatsächlich. Ich weiß noch, dass er einen Rasaf hatte, glaube ich. Genau, und dann hat er noch natürlich hier sein... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall Körper hat er hier auch noch. Das können wir eben Pikachu erledigen lassen. Hier die Weiterentwicklung von... Du bist schon was von dieser Krabbe, dieses Eiskampf-Pokémon. Naja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Du kriegst einen Donnerblitz und die Kaskade wird wehtun, denke ich. Ja, sie hat wehgetan, aber nicht so krass, wie ich dachte. Da tut der Donnerblitz schon wesentlich mehr weh. Eine zweite Kaskade tanken wir auch noch. Aber du gehst erstmal auf den Top-Genesung. Kleiner Pisser. So. Gibt's noch einen Donnerblitz. Mal schauen, ob er schon wieder direkt auf Top-Genesung geht. Nein, tut er nicht. Aber immerhin, er hat schon mal eine Top-Genesung verschwendet. Und wir überleben es tatsächlich. Damit ist das Quappo weg. So, damit steht das... Ja, damit ist ein zwei deiner Pokémon schon down, Kollege. Von mir noch nicht mal eins. Schäm dich! So. Als nächstes hatte Krawell. Krawell war eben genau dieses Pokémon. Oder? War es Krawell? Ich glaube schon, dass es Krawell war. Ja, Krawell. Typ Eiskampf. Wie auch immer der Eistyp kommt, aber es ist ja völlig egal. Wir nehmen das hier auch relativ schnell raus und kriegen sogar einen Burn drauf. Oh mein Gott, es kann Steinkatze. Alter. Jetzt wird er wahrscheinlich auf Top-Genesung gehen, oder? Ja. Wird ja aber nichts bringen, weil das wird so oder so sterben.
Wir haben Glück in diesem Fight. Litzy ist ja zum Glück um einiges schneller als dieses Kackkrabbel. Und deswegen nehmen wir es auf jeden Fall raus, bevor er die Steinkante durchbekommt. Ey, zum Glück hat er gerade nicht getroffen, Mann. Also bis jetzt läuft alles top. Unser Team ist jetzt natürlich auch deutlich besser als bei den ersten Fights. Haben natürlich auch ein höheres Level und alles. Jetzt kommt Razaf. Und bei Razaf, ich würde eigentlich gerne Merle erstmal heilen. Deswegen opfer ich jetzt tatsächlich Epic Pikachu. Razaf macht nämlich, glaube ich, ein bisschen Großaua. Deswegen opfer ich jetzt Epic Pikachu. Und, werde dann mit Merle hoffentlich dieses Razaf rausnehmen. Alter, Level 63 ist schon heftig. Level 63 ist schon heftig. LOL. Krieg ich vielleicht noch eine Donnerwelle rein? Ja, ist das schneller als wir. Naja, es war ein Versuch wert. Haben wir halt jetzt nicht geschafft. So, dann holen wir jetzt aber Merle. Die hier alle noch komplett voll vom Leben her. Das ist ja nicht normal. So, dann kriegst du jetzt eine Mondgewalt rein. Ist schneller als wir, ja. Was, Bruststampfer? Der macht uns jetzt nicht so viel Schaden. Aber die Mondgewalt macht dir großes böses Aua und one-hitte dich, weil es ein Crit war. Das ist eine Sache, die ich sehr feiere. Infrobi erreicht dadurch Level 66. Und als nächstes hat er noch ein Kostoso und auch das nehmen wir mit Merle raus. Ich glaube, Kostoso hatte sowieso keine hohe Verteidigung. Darf auch dieses Viech so an sich generell rein. Aber ich glaube, das haben wir schon damals gewonnen hittet. Ja, es ist auch jetzt ein One-Hit. Das hält nicht viel aus. Es teilt gut aus, aber steckt nicht wirklich ein. Und da ist das Level-Up für Merle und damit hätten wir den ersten Top-4-Fight wieder hinter uns. Was jetzt schneller ging als gedacht. Du machst deinem damals Champ wirklich alle Ehre. Du, das hast du in diesem Kampf bewiesen. Das haben wir dir schon damals bewiesen. Lieber Hala. So. Wunderbar. Was für ein furioser Kampf. Da lachen meine Pokémon und da lacht das Herz. Und auch deine Muskeln werden gefordert. Was könnte ich mir mehr wünschen? Keine Ahnung. Naja. So. Dann heilen wir jetzt mal, frischen wir unsere ganzen Pokémon hier wieder auf. Und gehen zu guten... Ich habe den Namen vergessen. Zu der Steintante. So. Pikachu kriegt einen Beleber. Das ist wunderbar. Und Top-Tank auf Merle. Die brauchen wir jetzt nämlich auch beim nächsten Fight. Und nochmal Top-Tank auf Pikachu. Bis auf Freezing. Ich denke mal schon, dass die während der Liga noch Level 60 erreichen. Also Freezing Fire, Freezing Fire, Dark Link und Litzy. Das wäre zumindest sehr nice. So, am Ende des LPs alle auf Level 60 zu haben, das hätte schon was. Naja, ich glaube, Myla hieß du, oder? Ich weiß es nicht. Komm in der Gesteinskammer. Ja. Junge, diese Animationen, Alter. Bestimmt alles geht gemacht, Mann. Puh. Naja, dann wollen wir mal Myla. Ich werde mich nicht zurückhalten und meine Gesteins-Pokémon schon gleich gar nicht. Deine schwächlichen Pokémon und du werdet auf Granit beißen. Also, ich will dir nichts sagen, aber ich bin Champ. Du machst dein Maul gerade ziemlich krass weit auf. Und wir haben dich schon zweimal besiegt. Wir machen es auch gerne noch ein drittes Mal, liebe Myla. Top 4 Myla fordert dich aus. Ich glaube, damals hatten wir sogar noch keine Hydro-Pumpe. Und sie beginnt mit einem Relikant. Das ist eher ein Drop für Frubi als für Merle. Aber ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was die für Pokémon haben. Außer Wulverock, was mich damals ziemlich abgefuckt hat. Kann ich mich hier an keins ihrer Pokémon erinnern. Wulverock. Ich glaube, ein Brokkolus hatte sie noch. Ja, ein Kinder-Relikant. Brokkolus hatte sie noch. Was hatte sie noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Relikant down. So. Hat auch eine Vierfachschwäche gegen Pflanzenattacken, also. Wundert mich das nicht. Und
Ein Geowatz, das hat jetzt den Elektrotypen. Wir könnten versuchen, wenn wir schneller sind, dann wird das Erdbeben das auf jeden Fall ausreichen. Wenn wir schneller sind, das ist jetzt die Frage, aber ich denke schon, dass wir schneller sind als ein Geowatz. Wenn nicht, dann weine ich. Vierfach Schwäche gegen Bodenattacken. Ja, wir sind schneller. Trotz Vierfach Schwäche tankt es das einfach. Den Rambos werden wir aber nicht tanken. Oh mein Gott, doch, den tanken wir. Dann gehen wir jetzt nochmal auf ein Erdbeben. Vielleicht landen wir jetzt in Crit oder machen erstaunlicherweise ein bisschen mehr Schaden als davor. Es reicht für ein Two-Hit-KOs. Nice. Damit hätte sich das auch erledigt und Freezing Fire erreicht Level 59. So. Und Litzy erreicht die Level 60. Nice. Jetzt kommt ihr Wolverock. Das ist safe schneller. Und ich denke, Darkling wird den sie wird auf den Z-Move gehen. Ich denke, den wird Darkling ganz gut tanken. Und ich denke, mit einem Himmelhieb können wir hier auch guten Schaden anrichten. Es wird der Z-Move kommen, 100 Pro. Es kommt nicht der Z-Move. Aber Darkling tankt ihre Angriffe halt gut. Und richtet zugleich auch noch einigermaßen gut Schaden an. Das wird ein Free-Hit-KO. Geht weiterhin auf den Kraxler. Macht uns aber echt kaum Schaden. Und wir haben einen Crit gelandet. Oh mein Gott. Ey, besser könnte es momentan nicht laufen. Das ist nicht normal. So, als nächstes kommt Rokara. Das hat den Fee-Typen noch in sich. What the fuck? Wie gut läuft das gerade, Alter? Ey, die Top 4 ist ja mal nichts mehr gegen unsere Pokémon. Einfach mal nichts. So, Kara, du kriegst jetzt eine Hydropumpe ab. Ah, schade. Ja, dann kriegst du halt noch Titansteine raus. Soll mir recht sein. Kriegst du halt jetzt eine Hydropumpe ab. Und plopp. Du hast eine zu hohe Verteidigung. Och nee, nicht Reflektor. Oh, gegen physische Attacken. Gut, 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 gut. Ich greife nicht physisch an. Ich greife zum Glück nicht physisch an. Und das reicht aus. Damit bist du down. Und Darkling erreicht Level 59. Drachentanz. Wir scheißen auf die Drachenklaue. Wir scheißen auf die Drachenklaue einfach. Ach ne, Voluminas hatte sie noch. Voluminas wird safe Robustheit haben. Oder hat Voluminas Robustheit? Ich glaube schon. Wir schauen mal, wie weit wir mit einer Schaumserin nach. Voluminas kann auf Elektroattacken. Egal, komm, eine tanken wir. Ah, ne, Lichtkanone her. Ja, gut, Stahl. Typ Stahl resisten wir aber durch unseren Wassertypen. Und eine zweite Schaumserenade reicht aus, um das Voluminas rauszunehmen. Und tschüss, liebes Voluminas. Damit hätten wir auch die zweite besiegt. Und das ging so krass schnell. Das ist schon nicht mehr normal. Holy shit. Aber einfach nur fantastisch. Von nun an werden die Kinder am Ende ihrer Inselwanderschaft selbst versuchen, Champs der Liga zu werden. Sehr gut. Dadurch werden die Trainer der Alola-Region immer stärker und stärker. Aber keiner wird so stark wie ich. Heilige Scheiße. Jetzt kommen dann aber wieder die durchaus interessanteren Kämpfe, die mich ja schon das letzte Mal so zum Tilten gebracht haben. Aber naja. Gut, dann würde ich sagen, kommen die Pokémon heim, weil jetzt noch. Beziehungsweise müssen wir da heilen, Alter. Holy shit, ist ja nix. So ein Hyperheiler. Und ja, drei Top-Tränke. Schwupp. Ist ja nix bis jetzt, Alter. Was ist denn hier los? Naja, meine Damen und Herren, das soll es dann aber mit den ersten Rematches gewesen sein. Im nächsten Part kämpfen wir dann gegen Lola und gegen diese andere Trusse.
Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Mond. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!